Ja, oi oi, Jump hier. Heute spiele ich Tidal Affair Before the Storm. Das ist ein Adventure-Spiel. Ganz einfach, kurz gesagt. So wie ich das mitbekommen habe, hier sieht man schon diesen Regenschirm. Angezeigt, man hat keine direkt, also man kann nicht direkt kämpfen. So wie ich das mitbekommen habe. Man ist eher darauf angewiesen, dass man sich einen vernünftigen Weg sucht, irgendwie eine Taktik aussucht, um Gegner, um sie an Gegner ranzuschleichen oder irgendwie zu überraschen und dann irgendwie diesen Regenschirm einzusetzen. So, ich würde sagen, wir machen New Game. Das ist hier, wie man sieht, die Trial Version, also das Demo. Continue kann ich hier nicht machen. Controls, keine Ahnung. Gucken wir ganz kurz rein. WASD, Space, Puppet. Left Shift ist Sneak. Reload und Snap ist R. Kennt man. Menü, Pad. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir... Oh, Training. Ich würde sagen, wir hauen mal rein hier. Welcome to the Training Session. Each Training Session teaches you a core element of the game. Gut, alles klar. Aha. To move. I left instructions here on the ground to get started. To get you started. So. Oh, good. Good. Okay, WASD. Jetzt habe ich alles benutzt hier. Geht's weiter? Ach, guck mal, da benutzt sie ihren Regenschirm. Das ist das Einzige, was sie machen kann. Gut, muss ich noch irgendwo jetzt hin? Hier. Hier muss ich hin. Bisschen komisch zu steuern, ehrlich gesagt, wenn man nur WASD benutzt und die so abgehackt da rumläuft. Time to learn your stealth skills. Sneak to avoid the first guard and perform a takedown on the second guard by striking straight from the back. The sneak war ja das hier. So blöd, wenn man die ganze Zeit diese Taste hier festhalten muss. Tap Shift wants to start sneaking. Okay. Ich habe die ganze Zeit diese Taste festgehalten. Gut, den ersten Wächter möchten wir hier also nicht. Und jetzt werden wir den Takedown hier benutzen. Ah ja. Okay. Wir sneaken hier weiter. Oh, kommt ein bisschen Blut raus. Mensch, mir gibt's sogar Blut im Spiel. Jetzt haben to learn how to use your code. Jetzt geht's. Manchmal rede ich echt wie so ein Debiler, ist auch schon egal. Stop entering and exiting the mode, okay. Space Puppet Mode, na, Space Puppet. Okay. Wozu ist das gut? Was kann ich damit machen? Hier, 1 ist leer, 2 ist leer, 3 ist leer, 4 ist leer, okay. One Puppet Mode, select the guard and run him over the edge. Ach, man kann welche... Ah, alles klar. Man kann also Wächter dazu benutzen. Also man kann Wächter übernehmen. Und die dazu bringen, Sachen zu tun. Wie zum Beispiel sich umzubringen. Okay. Okay, jetzt scannt die hier ihn ab, oder wie funktioniert das? Ach, alles klar. Ich wusste nicht, dass man hier selber noch irgendwas drücken muss. Okay, das war's wohl nicht. Recover, so jetzt aber. Ich glaube, ich muss irgendwie näher ran, oder? Ist blöd, dass jetzt da an der Ecke ist. Ja.
irgendwie näher ran an den Kollegen. So, jetzt suche ich mir ihn aus hier. Throw him off the edge. Die Kante war also gemeint, okay. Tap space to recover faster. Aha, die ganze Zeit draufknallen hier. Oh, goody! Nee, jetzt wollte ich nicht in den Modus. Komische Steuerung, wie gesagt, hier. Alles klar. Einen übernehmen und den anderen damit wegschießen. Gut! Ich will mich erstmal ranschleichen. Ich übernehme den hier. Und knall den hier weg. Aha, dieser Modus hält also nicht allzu lange an. Okay. So, und beide sind tot. Recover faster, recover faster, recover faster. So. Weiter geht's. Im Prinzip habe ich ja schon alles gelernt jetzt hier, oder? Aside from shooting, you can headshot an enemy. This method is very useful for keeping you undiscovered. Okay. Take over guard, aim the second guard to load headshot. Up to headshot. Mhm. What the fuck? Aim at the second and got the road headshot. Also erstmal. Ach, einfach warten, bis er automatisch angewiesen wird. Das dauert aber ein Weilchen. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, der ist tot. Kann ich weiter hier? Das scheint jetzt alles gewesen zu sein. When you don't have many options available. Hold space to execute him. Das ist eine gute Sache. Das will ich jetzt mal rausfinden hier. Ist ja witzig. Gut, okay. Jetzt müsste ich fertig sein, gehen wir raus. Oh mein Gott, was gibt's noch alles hier? Execute Patch. Umbrella Patches. Gut, 1 aufnehmen. Take control of the guard. Press apply to the patch. Okay. Ich schleiche mich mal wieder an hier. So, habe ich auch genommen. Den Wächter übernehmen. Mhm. Verstehe, verstehe, verstehe. Check the Patches Menu to learn more. Okay, jetzt bin ich hier jedenfalls fertig. Mehr wird es ja wohl nicht gegeben, oder? Gibt es auch 5000 andere Sachen hier? Ach, geht schon los. Hm.
Also offensichtlich ist es wie so ein modernes Piratenspiel. Das ist offensichtlich. Ich wusste ja eigentlich schon, dass es so ist. Ich hab's nur so halb vergessen. Is she really giving these things away? Why not? It could save a lot of people. I guess, but that's not very smart. You mean profitable? You make it sound so awful. Either way, only positive things could come from retrieving these. Yeah, I'm just glad they ain't docked here at the back of the island. What do you say we ruin their day? Ja, ich würde sagen, es geht jetzt los, oder? Bleibt es jetzt einfach schwarz? Ist es abgestürzt? Nee. So, probably best if we go one at a time. Also einen nach dem anderen ausschalten hier. So, okay. Blöd, dass sie nicht schneller laufen können. Hier gibt's schon Wächter. Ich probiere das mal aus hier. Sind wir schon weg? Er verliert auch ein bisschen Leben. Boah, verreck! So, mehr sitzt jetzt nicht hier. Ich habe ein bisschen Leben verloren, aber okay. Alles nicht so wild. So, also Puppet Mode funktioniert ganz gut. Das ist schon die nächste Wache. Kann man hier irgendwie rein? Ich glaube, hier kann man nicht rein. Okay, er hat sich gerade versucht, ein bisschen zu verstecken. Guck mal hier so rum. Da ist irgendwas. Was ist das? Das werde ich wohl so irgendwie einnehmen müssen. Aha, man kann also... Okay, das funktioniert so nicht. Das Blöde war, ja, okay, man muss wohl offensichtlich doch mal ein bisschen häufiger kämpfen. Das schleichen wir aus hier. So, was ist das? Revive, aha, also einmal kann ich mich wiederbeleben hier. Kann man hier rein? Das sieht so aus, als könnte man da rein, aber irgendwie kann man da wohl noch nicht rein. Oh, da kommt wieder Waffen. Aber ich sehe hier keine andere Wache, also braucht die also nicht übernehmen. Doch, da oben ist noch eine. Scheiße. Ich habe ja nicht mehr viel Leben. Das Blöde ist... Was mache ich jetzt mit dem... Kann ich mich heilen hier? Revive wird ja wohl nicht dafür zuständig sein, denke ich mal, mein Leben wieder aufzufrischen. Der Revive ist eigentlich wiederbeleben. Da ist ein Patch. Ah, pass auf!
Den werde ich jetzt also hier reinbringen. Scheiße, ich hätte ihn zu gern da in die Falle gebracht. Hab ich nicht mehr viel Leben, ups. Drück mal Revive. Okay. Das ist ein Patch, oder? Scheiße, Mann. Ich muss ja letzten Endes selber durch die Falle. Okay, ist offensichtlich nur eine Wache. Aber klar, ich könnte mich hinten an sie ranschleichen und die ihn dann rausnehmen. Ist hier noch einer? Nee, da ist niemand. Ich hab schon vergessen, wie man diesen Patch benutzt. Ich glaube, ach, mit 1. Mit 1 war das, genau. Oh, da ist noch einer. Fuck! Hä? Okay, Revive, das hat automatisch funktioniert. Das Blöde ist, ich hoffe, ich muss jetzt nicht alles normal machen. Gibt's hier nicht irgendwie so einen festen Punkt, wo man landet? Ist ja blöd, wenn ich hier schon überall war. Oder wenn man den ganzen Weg nochmal ablaufen muss. Aber okay, gut, wir haben ein paar rausgenommen aus dem Spiel hier. Gibt es auch offensichtlich keinen Schwierigkeitsgrad einzustellen. Ne, hier muss ich lang. Ja, wie finde ich das Spiel bisher? Hab ja noch nicht allzu viel gesehen, scheint aber ganz nett zu sein. Auch wenn es nicht zwingend unbedingt das ist, was ich spielen würde. Aber was ich jetzt zum Beispiel gelernt habe, ist, dass der Radius nicht allzu weit ist. Also man kann die nicht allzu weit rausbringen, die müssen schon relativ nah beieinander stehen. Und also ich könnte jetzt den hier nicht übernehmen und anderweitig dann einsetzen. Gut, man macht also auch mehr Schaden, wenn man die, also One-Kill, One-Shot sozusagen, wenn man die von hinten angreift. Und das Blöde ist, dass man die Kamera nicht weiterführen kann. Man muss also schon das meiste ablaufen hier. Kann man das öffnen hier? Wahrscheinlich nicht. Kommt wahrscheinlich später. Was ist das? Warum leuchtet das blau? Warum leuchtet das blau? Soll ich da aufgehen? Oh. Gut zu wissen, jetzt ist eine Tür auf, aber... Gut, jetzt muss ich also dort doch durch die über die Falle rüber. Ich dachte, ich komme hier hinten irgendwie weiter. Ich hätte kurz. Das war mein Fehler, ich wollte springen. Ja, weil Space-Taste ist bei den meisten Spielen ist das immer Springen. Und bei den meisten Spielen ist das Springen, ja. Nochmal Revive. Okay, das erste Teil scheint hier so fertig zu sein. Das ist schon der Ausgangspunkt. Hm.
Okay, jetzt wissen wir mittlerweile, dass wir ungefähr 3 Sekunden Zeit haben, rüberzukommen. Ich mach das mal. Ja, hier ist alles voll mit Fallen, das ist natürlich scheiße. Puh! Hier darf man auch nicht daneben laufen. Wo geht's lang? Hier offensichtlich nicht. Schade, dass man eigentlich nicht über diese Sachen rüberspringen kann hier. Irgendwie ein bisschen unsinnig, oder? Oh, shit. Ich finde das relativ knifflig, wenn man gleich am Anfang hier mit sowas konfrontiert wird. Ich meine, klar, man muss einfach nur ein bisschen abpassen. Noch ein Revive. Ja, das scheint man hier höchstwahrscheinlich zu brauchen. Die ständige Wiederbelebung. Gut, das habe ich angesammelt. Mehr als 3 sind nicht möglich. Mehr als 3 ist nicht möglich. Ich glaube, die roten Strahlen zeigen an, wo die Sichtreichweite wäre. Oder? Guck mal aus. Scheiße, da sind 2, aber der ist jetzt nicht mehr in Reichweite. Ich versuche mich jetzt hier rechts ranzuschleichen. Das klappt irgendwie. Okay, ich benutze es jetzt. Okay, das war ein astreiner Headshot. Er hat ein bisschen Schaden genommen. Oh, oh, oh. Und jetzt wird er mich natürlich erstmal zu bumsen. Scheiße, Mann! Also irgendwie habe ich das noch nicht ganz mit diesen... Jetzt muss ich diese scheiß Fallen alle nochmal ablatschen. Da stand execute und ich wollte ihn eher executen, aber es ging nicht. Und offensichtlich kann man den einen nicht übernehmen. Wo war denn der? Das ist der Patch. Ich habe den Patch verloren. Echt jetzt? Also man muss zusehen, dass man hier nicht allzu häufig stirbt, sonst wo kam der her, der Typ? Execute war doch 1. Und dann gab es noch Übernehmen und Taste drücken. Scheiße, so kann ich die natürlich auch killen. Die übrig geblieben sind. Stimmt, das ist eigentlich ganz schön dumm von mir. Wo kam dieser Typ her? Ja, ich schleiche jetzt hier, ist mir eigentlich lieber. Wow! Kacke, wie soll ich da rüberkommen? Das mit dieser hakligen Steuerung hier. Ui, 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 ja gut. Ich müsste nicht zwingend darüber. Ich versuch's erstmal ohne. Ich hab noch ein Patch. Ich hole mir das Revive. Weil ich versuche es zu holen, ich könnte ja noch einmal ran. Escape. Wozu ist das gut? Das ist ein Health Pack. Oh, guck mal, hier sind Klippen. Hier könnte man einen auch mal rüberschmeißen. Jetzt warte ich jetzt drauf, dass sie eigentlich wieder zurückkommen. Müsste er ja gleich. Upsala. Oh, ich glaube, mein Pimmel geschlagen. Komm, 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 komm. Und weg ist er. Also gehe ich mal davon aus, ich könnte jetzt hier ganz locker rüber. Aber jetzt komme ich ran an diese Blöde. Ah, das sieht gut aus.
Scheiße, ich scheiß drauf. Weil mit dieser Steuerung kann ich auf jeden Fall nicht holen. Da bin ich nicht feinfühlig genug. Voll. Weg. Check off. Das Blöde ist, ich sehe ja nicht genug. Wie weit läuft er denn? Nein, du bist dort. Okay. Man sieht auch, wie die Reichweite wäre von ihm, seine Sichtreichweite. Da war doch irgendwie Space-Taste gedrückt halten und schon kann man die alle komplett zerfetzen, oder? Tatsächlich, so war das. Das habe ich mir natürlich gut gemerkt. So. Aber kostet die komplette Energie wohl von dem Metal hier. Von Manisha. Okay, jetzt noch eine Wache. Und noch eine Wache. Ich könnte natürlich... Könnt die da übernehmen. Okay, jetzt sind relativ viele Wachen hier. Ich könnte die eine übernehmen und versuchen, die andere auszuschalten. Wenn der mal irgendwann wieder zurückkommt. Müsste also jetzt sein. Mir viel Zeit. Puh. Das war knapp, aber es hat funktioniert. So. Die sind mehr komplett erschöpft. Okay. Wir können also weiter. Oh, 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 hier, genau hier. Jetzt läuft die andere hier rum, um mich zu finden. Eins, eins! Puh! Oder kommt schon der nächste? Jetzt hat Execute funktioniert, das geht ja auch nur im Puppenmodus, stimmt, habe ich alles vergessen, obwohl man es erst gemacht hat, aber das ist ja, wenn man mitten im Gefecht ist, ne? Dann dauert das natürlich ein bisschen, dann hadelt man sich hier irgendwie. Ich glaube, ich werde kurz zurücklaufen und mir dieses Health Pack holen. Natürlich blöd, dass sie nicht ein bisschen schneller laufen kann, das nervt irgendwie, aber scheißegal. So. Haben wir auch erledigt. Das Blöde ist, dass hier nicht sowas wie, ja, Zwischenpunkte gibt oder so Spawn Points, wo man halt dazwischen landet, weil ich denke, wenn ich jetzt hier wieder sterben würde, würde ich auch komplett vorne anfangen wieder. Ah, von wo ist die rumgelaufen? Hier rein, ne? So war das doch. Du musst ja wieder ein Schalter sein, um diese Tür zu öffnen. Ich bin mal ein bisschen vorsichtiger. Weil ich nicht weiß, was hier wartet. Hier sind mit Sicherheit noch welche. Man kann ja nichts sehen hier. Ja, okay, ich sehe das Teil. Kann sein, dass hier noch einer rauskommt.
Mein Freund kam auch, glaube ich, einer aus dem blöden Haus raus. Die lehnt sich an der offenen Tür. Das ist ja clever. Ich gehe mal davon aus, es ist jetzt keiner da. Weiß ich nicht. Okay, jetzt einfach wieder zurück. Kann natürlich auch sein, dass hier hinten welche waren und das waren einfach die, die nach vorne gekommen sind dann. Die mich angegriffen hatten. Müsste ja auch erstmal Ende Gelände sein, oder? Oder geht's hier noch weiter? Das ist ein verhältnismäßig große Level. Guck mal, hier ist sie wieder. Took him long enough. Yeah, no kidding. So. Das war das Demo. If you like the demo and you would like to play more, you can visit the game page to see where the full game is currently available. So, das war das Demo von Tidal Affair Before the Storm. Keine Ahnung, wie ich das jetzt finden soll. Doch, Blödsinn. Es ist kurzweilig, unterhaltsam, aber ich bin nicht so, glaube ich, ein Adventure-Typ. Manche Adventures finde ich relativ witzig. Das ist jetzt ein bisschen hakelig zu steuern. Und ansonsten ist es, glaube ich, weiß ich nicht. Ich glaube, da muss man schon wirklich ein Fan von Spielen dieser Art sein. Damit man da so richtig ergriffen wird. Es ist nicht schlecht, die haben sich Mühe gemacht. Ich mag dieses dieses Aussehen hier so ölfarbenmäßig, aquarellmäßig. Finde ich ganz witzig. Würde es mir aber nicht kaufen, es sei denn, es kostet echt nur so irgendwas zwischen 3, maximal vielleicht 5 Euro. Und dann würde ich es nebenbei mal zocken, weil es ja nicht allzu viel Speicherplatz verbraucht. Schlecht ist es nicht. Für die sowas mögen, die können sich das ruhig holen. Es kann auch sein, dass es 5 Euro kostet. Also ich glaube, das liegt so um 10 Euro bei euch. Das ist ja das 21. Indie-Spiel. Und ja, was soll ich dazu sagen? Abo hinterlassen, tut euch nicht weh, würde mir helfen. Viel Spaß noch beim Zocken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also haut rein, ciao, ciao.